أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. Die Frage heute: Was ist das Urteil über den Oralverkehr? Es gibt bezüglich dieser Angelegenheit drei Ansichten der Gelehrten, die zusammengefasst werden können. Eine Gruppe der Gelehrten sagt, dass dieses verboten ist. Eine andere Gruppe sagt, dass dieses erlaubt ist. Und eine weitere Gruppe, dass dieses unbeliebt, sprich unerwünscht, makruh ist. Die Gelehrten, die dieses erstmal verboten haben, sie haben mit dem Hadith argumentiert, Qaul Aisha radiallahu anha wa ardaha, die Aussage von Aisha radiallahu anha wa ardaha, sie sagte, Ma ra'aytu dhalika minhu wa la ra'a minni. Ich sah das Geschlechtsteil des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht, denn darauf war diese Überlieferung bezogen, und er sah auch nicht mein Geschlechtsteil. Diese Überlieferung wurde sowohl von Ibn Majah als auch von Imam Ahmad rahmatullah alayhima überliefert, und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagte in Al-Irwa, dass diese Überlieferung daif ist, und ihm folgten viele Hadith-Gelehrten bei dieser Klassifizierung, dass diese Überlieferung nicht authentisch ist. Das war ihr Argument, warum es nicht erlaubt ist, diesen Oralverkehr zu praktizieren. Und sie sagten, wenn man nicht mal das Geschlechtsteil sehen darf, dann wie ist das mit dem Berühren oder sogar dem Küssen des Geschlechtsteils? Dieses war verboten für sie. Und es gibt eine ganz klare Überlieferung, die entgegen dieser nicht authentischen Überlieferung von Aisha steht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu einer Person, und die Überlieferung ist bei Abu Dawud, gesagt hat, احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. Bewahre deine Aura, bedeutet die Körperteile, die nicht sichtbar vor anderen gemacht werden dürfen. Bewahre deine Aura außer vor deiner Ehefrau und dem, was deine rechte Hand besitzt, bedeutet an Sklavinnen. Denn ihnen gegenüber ist dieses nicht verboten, die Aura aufzudecken. Das bedeutet auch selbst die intimen Bereiche. Und das ist eine Überlieferung, die Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala in Al-Irwa als Hassan klassifiziert hat. Und diese Überlieferung beweist, dass es nicht verboten ist, die Geschlechtsteile zu betrachten. Und dieses wird auch in anderen Überlieferungen deutlich. Diejenigen aber, die dieses erlaubten, den Oralverkehr, sie nahmen die Ayah aus Surah Al-Mu'minun, die Ayah 5, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Und denjenigen, die ihre Scham, bedeutet die Geschlechtsteile, hüten, außer gegenüber ihren Ehefrauen oder was ihre rechte Hand besitzt, die Sklavinnen, denn sie sind hierin nicht zu tadeln, das bedeutet, dieses ist nicht verboten für sie. Und sie sagten, sowohl der Mann als auch die Ehefrau, sie dürfen sich miteinander vergnügen in jeder Art und Weise, außer das, was die Scharia verboten hat. Und dieses ist zweifelsohne zum Beispiel der Analverkehr, der verboten wurde. Und das ist auch, dass während der Menstruation der Mann Geschlechtsverkehr mit seiner Ehefrau hat. Dieses wurde verboten. Und außer diesen Handlungen ist nichts mit einem Beleg deutlich, dass man es verbieten darf. Und die Madhahib hatten klare Aussagen bezüglich dieser Angelegenheit, dass sie es als erlaubt angesehen haben. So heißt es in Hashiya ibn Abidin, اتفق الفقهاء على أنه يجوز للزوج مس فرج زوجته. Die Gelehrten stimmen darin überein, dass es erlaubt ist, für den Ehemann das Geschlechtsteil der Frau zu berühren. Und es heißt in Mukhtasar Khalil, Qala al-Khattab. Al-Khattab sagte, Qad ruya an Malik annahu qal. Es wurde über Imam Malik rahimullah ta'ala berichtet, dass er sagte, La ba'sa an yanzura ila al-farji fi halil jima.
Es liegt nichts Falsches daran, dass der Mann das Geschlechtsteil seiner Frau während des Geschlechtsverkehrs betrachten darf, anschauen darf. وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ und in einer anderen Überlieferung وَيَلْحَسَهُ بِلِسَانِ und dass er das Geschlechtsteil der Frau mit der Zunge stimulieren darf. Und es wird in I'ana al-Talibin berichtet, قَالَ الْفَنَانِيُّ الْفَنَانِيُّ sagte, und er gehört zu der schafi'itischen Rechtsschule, يَجُوزُ لِلزَّوْجِ كُلُّ تَمَتُّعٍ مِنْهَا بِمَا سِوَى حَلْقَةِ دُبُورِهَا. Alle Genüsse sind für den Ehemann erlaubt, ausgenommen das Eindringen in dem After von der Frau, selbst dass der Mann die Klitoris der Frau mit der Zunge stimulieren darf. Und Al-Mardawi Al-Hanbali sagte in Al-Insaf, وَقَالَ الْقَادِي يَجُوزُ تَقْبِيلُ فَرْجِ الْمَرْأَ قَبْلَ الْجِمَاعِ وَيُكْرَهُ بَعْدَ. Al-Mardawi Al-Hanbali, er berichtet von Al-Qadi, dass dieser sagte, es ist erlaubt, das Geschlechtsteil der Frau zu küssen vor dem Geschlechtsverkehr und es ist unbeliebt, es danach zu machen. Diejenigen, die dieses verboten haben, haben keine starken, aussagekräftigen Beweise. Und wenn eine Sache nicht klar verboten werden kann, dann ist Al-Asl die Grundlage, dass dieses erlaubt ist. Jedoch gibt es Bedingungen, damit dieses nicht zum Haram wird. Wenn dieses Krankheiten verursacht, so ist dieses nicht erlaubt. Denn der Prophet Muhammad s.a.w. sagte in einer Überlieferung bei Ibn Majah, La darara wa la dirar. Man darf sich und anderen keinen Schaden zufügen. Man darf ebenfalls seine Frau nicht dazu zwingen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nisa in der Ayah 19, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ und geht mit ihnen in gütiger Weise um, dass man sie nicht zu etwas zwingt, was sie abscheulich oder widerlich finden. Dieses sollte hier nicht stattfinden. Und diese Sache, der Oralverkehr, darf nicht den Geschlechtsverkehr komplett ersetzen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah in der Ayah 223, Nisa'ukum harthun lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Saatfeld bedeutet, weil wenn man etwas sät darin, dann werden Pflanzen daraus kommen. Und so ist das auch der Befruchtungsort, bedeutet die Vagina von der Frau, denn daraus kommt ein Kind heraus. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld, deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala das so benannt. So kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. So ist die Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, dass der Geschlechtsverkehr bei der Frau stattfinden soll. Und man muss vermeiden, dass etwas in den Mund gelangt, was najis, unrein ist. Dieses ist nicht erlaubt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.